So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyTech. Wir sind wieder zurück in der schönen Himmelswelt. Und aus irgendeinem Grund wird meine Fraps-Zahl nicht angezeigt. Warum nicht? Oh mein Gott, Moment. So, jetzt. Ich wollte noch mal sicher gehen, aber es läuft alles. Gut, Extractor. Das dauert alles immer so lange, weil der immer aufhört jetzt schon wieder. Immer dieser böse Extractor. Kommt hier noch was durch? Anscheinend nicht. Ich nehme das einfach mal kurz weg. Doch, kommt eh durch. Was ist denn mit dir hier? Komm schon. So. Out 0MJ. Warum? Funktioniere. Vielleicht weil hier was auflädt. Stimmt, meine Quantumschuhe laden auf, deswegen geht das nicht. Lel. Okay. Ich wollte mich diese Folge um diesen Tank hier kümmern, warum das nicht geht und so. Ihr wisst ja. Und zwar ist es ganz einfach, wir machen mal den Tesseract hier weg und das Ding hier weg. Viele von euch haben mir Kommentare geschrieben, was ich machen könnte, aber im Endeffekt reicht es halt einfach, wenn ich das hier so einstelle. Also so nimmt der Flüssigkeit auf, das ist schon richtig. Allerdings kann ich das mal hier noch kürzer machen. Hallo? Ah, den kann ich ja so nicht abbauen, stimmt. Da war ja was. So, den stellen wir dann dahin. Zack. Und blau ist Flüssigkeit aufnehmen, also ist das richtig? Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, kann ich ja hier mal einblenden. Ich weiß gerade nur den Namen nicht, tut mir leid, aber ich blende es ein. Und das andere, Flüssigkeit abgeben, ist das hier oben. Also ist das hier schon mal richtig, wie ihr sehen könnt. Ja, und das läuft ja hier auch alles. Gut, was ich dann als nächstes machen wollte, wie ist da schon wieder so viel Stuff drinnen? Das liegt aber jetzt nicht an Netherrack oder irgend sowas. Nein, Netherrack haben wir auch gar keine mehr. Sondern an, was könnte es liegen an... Cobblestone? Nein, haben wir auch genug. Warte mal, Ores. Ingot. Auch nicht so viel. Wo ist denn unser Eisen? Ah, haben wir auch nicht so viel, okay. Silver haben wir relativ viel. Pig Iron, Nickel und Lead meine ich, nicht Pig Iron. Wo ist denn unser ganzes... Ah, den habe ich zu Blöcken gemacht, genau. Was soll ich noch schauen? Redstone, genau. Ist auch nicht so viel. Irgendwas verbraucht ein bisschen viel Platz, ich weiß aber nicht was. Weil es ist ziemlich voll halt, wie man sehen kann. Gut. Ist das hier jetzt auch richtig eingestellt? Ja, ist es. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt kurz runter. Whoop. Und hier runter. Und gucken mal, ob das unten richtig eingestellt ist. Der Tesseract muss erstmal weg. So. Tschüss. Die kommen nochmal eben beide hier hin. Und du... Moment. Den Lava Fabricator bauen wir erstmal ab, weil der ist ein Grund, warum alles länger dauert. Habe ich rausgefunden. Haha. Toll, toll. Ja, und die Fluidukte kann ich den hier eigentlich auch mal wegmachen. Viele haben geschrieben, ich soll das neu machen, ordentlicher. Und bevor ich das jetzt irgendwie anfange, werde ich jetzt mal ganz kurz einen Soundmuffler machen. Weil mir diese Monster hier auf die Nerven gehen, und zwar des Todes. So. Einen Soundmuffler. Oder gleich ein paar, wenn es geht. Okay, da brauche ich Noteblocks. So, zack. Wunderbar. 5 Soundmuffler. Kommen wir gut mit aus. Vielleicht hatten wir sogar noch welche, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt einfach mal neu gemacht. Weil ich mir denke, YOLO, muss mal. So. Wie sieht es hier aus? Wie viel Meta haben wir denn da? Speedrun. Warum hat er denn noch nichts gemacht hier? Lel. Ich finde das voll komisch, warum er das da unten so gemacht hat. Verstehe ich nicht. Egal. So, wir widmen uns jetzt dem Zeugs hier. Oh Gott, nein. Ich mag das nicht, ich will da wieder raus. So. Kann ich da nicht einfach einen Soundmuffler hier irgendwo hier hinstellen? Und dann hier noch einen in die Wand am besten. Jetzt ist schon mal leiser. Gefällt mir. Was ist, wenn ich hier noch einen hinpacke? Mann, das kommt doch von hier hinten, ne? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder Walter? Was tust du denn hier? Also hier ist mein... Okay, hier ist das Teil.
Da oben ist, kommt das andere her. Jetzt ist es ruhiger, hoffentlich. Ein bisschen hört man immer noch, aber egal. So, und zwar, das ist eh alles richtig hier, ne? Wie schnell geht denn das jetzt hier mit der Energie? Okay, geht eh relativ schnell. Könnte man aber noch schneller machen, wenn man das hier einfach effizienter baut. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, wenn da schon so viel gebaut ist und alles, aber versuchen kann man es trotzdem. Und neu aufbauen wäre halt jetzt ein Riesenaufwand, ne? Also das ist euch hoffentlich allen klar, weil das haben viele geschrieben, dass ich das machen soll. Das ist viel zu viel Aufwand. Aber ich will auf jeden Fall die Geos verbauen, die ich habe. So, was ist denn jetzt hier mit dir? Das sollte eigentlich nach oben gehen hier. Da muss man ja einen Fluidfilter anbauen, okay. Dann machen wir das mal. Fluidfilter? Oder geht das auch so rein? Sollte es eigentlich. Oder das oder braucht nur so lange, um das zu entziehen, deshalb. Okay. Gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau hier. Ich wollte das hier wegmachen. Ich will sowieso alle ersetzen. Also wirklich alle Fluidukte ersetzen. Mit denen, wo man durchschauen kann. Weil die praktischer sind. Dann kann man sehen, wo es hakt und wo nicht und was weiß ich. So, jetzt nehmen wir hier erstmal alles weg. Ich hätte meine Ranch auch mitnehmen sollen, aber egal. Die hole ich mir jetzt mal. Denke ich. Ah, lass mich hier hoch. So, Moment, da muss ich hoch. So. Hole ich mir mal kurz die Pole Ranch. Also die Sache ist, es liegt nicht am Tank, wie ihr geschrieben habt, mit dem Wolf, sondern es hängt doch einfach damit zusammen, ich könnte hier einen zweiten Ender-Tank dran klatschen, dann hat das mehr Input. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Sollte ja ganz gut hinhauen, dass ich einen zweiten hinmache. Aber unter anderem liegt es auch einfach unten, weil das unten so blöd gebaut ist. Also ich werde es unten auf jeden Fall mal alles sortieren und dann werde ich mich darum kümmern, dass ich da die Wolves halt mache, dass ich das halt neu gemacht habe dann. So, tun wir das hier alles mal weg, den Lava Fabricator braucht kein Mensch. Gut, dann nehme ich meine ganzen durchsichtigen Fluidukte mal mit und da brauche ich noch ein paar mehr von. Ah, haben wir ihn noch hier offen. Brauche ich noch meinen Fused Quartz, das dürfte hier drin sein. Ja, 13 Stück und 13 Stück. Wunderschön, dann kann ich mal ein paar davon machen. So. Das reicht fürs Erste, glaube ich. Obwohl, vielleicht ein paar noch. Wer weiß. So. Gut, fast 3 Stacks, das reicht jetzt aber wirklich. Dann haben wir noch Glasfaserkabel hier oben. Ein bisschen noch. Schauen wir nochmal ganz kurz. Glass Fiber Cable. So, was fehlt uns da? Energium Dust, okay. Das heißt, wir müssen Diamonds maceraten. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal einen Stack, den wir maceraten, damit wir forever genug davon haben. Ein Overclocker wäre ganz praktisch. Haben wir da noch einen hier? Ja, natürlich. So, den tun wir mal dann hier rein. Damit das einen Zahn zulegt. Allzu schnell wird es da doch eh nicht, aber halt ein bisschen schneller. Und das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Gut, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Fluidukte. Ich habe die wichtigsten Sachen. Mich interessiert mal ganz kurz, wie weit das jetzt hier mittlerweile ist. Das ist jetzt gleich voll, okay. Die nehme ich mir jetzt gleich mal mit, dann zeige ich euch, was die Quantum-Schuhe können. Das läuft ja sehr gut. Tun wir die Longfall Boots mal weg, die kann jetzt jemand anderes haben. Zack. Auf Wiedersehen, Longfall Boots. Und hallo, Quantum-Schuhe. Jetzt haben wir schon 2 Quantum-Teile und die Advanced Nano Chestplate. Wunderbar. So, und ihr seht schon, also ich ziehe mir mal das Jetpack aus, damit ihr das besser seht. Ich kann ja schnell rennen, ne? Und jetzt kann ich mit dem Boost-Key so springen. In den meisten Fällen braucht man dann eigentlich gar kein Jetpack mehr. Weil man einfach wirklich so überall hin springen kann. Mit Jetpack ist es natürlich noch praktischer, weil dann kann ich hier so laufen und so springen. Und dann fliege ich einfach weiter direkt. Ganz cool, ganz cool. So. Die Fabrik kann man jetzt mit der Zeit mal abreißen, weil wir haben jetzt echt genug Geos. Das steht schon mal fest. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Diamond das hier rausholen für Glasfaserkabel, genau. Ja, einfach ranschiften, so. Machen wir ein bisschen davon. 9 Stück mal. Machen wir ein bisschen davon. Nehmen wir das mal mit, so. Das könnte fürs Erste genügen. Gehen wir jetzt erstmal runter. Und schauen mal. Übrigens haben die auch den gleichen Effekt wie die anderen Dinger, also wie die Longfall Boots. Ich krieg keinen Fallschaden halt. Das ist halt natürlich auch richtig praktisch. Gut, das füllt sich hier weiter drauf auf. Wunderschön. Allerdings müssen wir hier jetzt mal abreißen.
Sorry, aber das ist so. Ich habe meine Wrench vergessen. Das Einzige, was ich holen wollte, vergesse ich einfach wieder. Ich bin so ein richtiger Dulli. So. Ups, zu weit. So, eine Wrench. Ne, hier. Wrench, da. Komm her. Lossless Mode ist aktiviert. Aktiviert. Jetzt ist aktiviert. So. Immer da rein. Jetzt müssen hier die ganzen Geothermalgeneratoren dran glauben. Ich werde das alles nochmal neu machen jetzt. Vielleicht auch in zwei Folgen nacheinander. Weil ich es in einer halt nicht hinkriege. Oh Gott. Hä? What the fuck? Minecraft hat sich einfach gerade geschlossen, weil ich ein Fluidukt abgebaut habe. Ernsthaft? Okay, wir sehen uns gleich wieder nach einem Cut. Interessant. So, da sind wir wieder nach dem mysteriösen Absturz. Weil ich ein Fluidukt abgebaut habe. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Das war wirklich sehr interessant jetzt gerade. Das ist mir bisher noch nicht passiert. Aber auf jeden Fall interessant zu wissen. Keine Ahnung, warum es passiert, aber es passiert. So, machen wir hier mal alles noch frei. Es sind noch so viele Blöcke, die man einfach wegmachen kann. Es ist so wenig Platz hier. Das ist echt krass. Kann ich hier alles wegmachen? Alter. So. Ich baue das erstmal alles frei. Dann haben wir da genug Platz, dass ich da alles sehen kann. Ihr seid jetzt sicher stolz, weil ich jetzt das Ganze hier mal sortiere. Ist halt einfach so umständlich von Anfang an gebaut gewesen. Nur du bist so einer, der nie Ordnung halten kann. So. Gut, ich will maximal 10 Geos in einer Reihe haben. Ich habe das schon im Singleplayer vorgebaut, wie ich es haben will. Und es funktioniert auch, also. Keine Sorge, da ist alles paletti. Solange mein Spiel nicht wieder abstürzt wegen Fluidukten. So. Jetzt wird es mal Zeit, die hier abzubauen. Ich brauche 170 Geothermalgeneratoren für das, was ich vorhab. Und das wird dann aber auch 100%ig reichen für Yuyu Meta bis ans Ende unserer Tage. So, mal schauen. Das hier muss auf jeden Fall noch weg. Dann machen wir die Reihe hier noch weg an Geos. So. Die Range geht halt auch nie leer, das ist das Praktische. Wegen meinem Jetpack. So, müssen wir die hier alle wegnehmen, die Glasfaserkabel. So. Dann die Reihe Geos weg. Dann diese Fluidukte weg. Ja, ja. Tschüss. Fluidukte. Auf Wiedersehen. So, 47 Geos haben wir schon. Es werden immer mehr. So, das Glasfaserkabel hier kann ich noch wegmachen. Da muss ich mal was jetzt reinbauen, weil ich habe keinen Bock, dass mir Sachen runterfallen. Das wird dann problematisch mit den Geos hier. Ah, es haut schon hin. So, und hier baue ich jetzt zu, damit das ja nicht runterfällt. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Oh Gott, wie schnell mein Jetpack einfach dadurch leer geht. Jetzt sind wir schon bei 66%, das war die ganze Zeit komplett voll. Krass. Aber naja, die Wrench kostet ja auch viel. Und ich baue hier ja auch richtig viel ab. Vor allem im Lossless Mode. Im Lossless Mode kann man halt genau einen Teil abbauen normalerweise. Und dann ist die Range leer. Ich muss nur aufpassen, dass mein Jetpack nicht leer wird und dann ich nicht mehr rauffliegen kann. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber ich habe eh die Leiter. Also sollte das auch kein Problem darstellen. So. Jetzt kriegen die Extractor keinen Strom mehr, wie es aussieht, oder wie es sich anhört, besser gesagt. Ist aber kein Ding, das machen wir wieder. Das wird wieder gefixt, alles wird gefixt. Keine Sorge. So. Holen wir uns den Geo noch, dann haben wir hier jetzt noch eine Menge Fluidukte. So, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen, liebe Fluidukte. Auf Wiedersehen, so.
44% Energie noch. Alter. Aber es geht sich aus. Ist kein Problem. So. Eine Reihe Geos noch, dann sind wir's. Ist nie runtergefallen? Bitte nicht. Ich hoffe nicht. Wäre nicht so toll. Aber es wären dann eh nur ein paar gewesen. Wir haben eh noch so viele einfach nur. Gut. Da liegt noch ein bisschen Zeug. Gut, die arbeiten jetzt alle nicht mehr. Logisch. Wie wir jetzt aber vorgehen werden, ist... Erstmal die Fluid... Oder warte mal, wie mache ich es denn? Ich mache zuerst, glaube ich, die Geos einfach, aber da muss ich erstmal hier einen Grundstein ziehen, damit ich das so machen kann. Und zwar... wie mache ich das? Ich muss... Das ist blöd so zu bauen. Gut, also. Ich gehe davon aus... Kommt hier das erste rein? Ja, warum nicht? Und ich versetze das Teil hier, glaube ich, mal ein bisschen weiter nach vorne. Hier hin zum Beispiel. Ja, hier ist gut. Ist da jetzt das Schematik drin? Nein, ist es nicht. Okay. Jetzt aber. Jetzt kommt da noch Scrap rein. Dann bauen wir das Ding hier noch um. Das kommt dann dahin. Da kommt das Servo rein. Und das, so, du sollst das hier machen. Und dann muss ich dich noch drehen. Dann muss ich den Output da drüben noch einstellen. Ist das der hier? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Output jetzt. Jetzt nicht mehr. Okay, das ist der richtige. Gut. Und dann muss ich da den auch reinjagen. So. Input. Guter Junge. So, das kommt weg. Das kommt auch weg. Der kommt dann einfach mal... Ja, hier dran. Den muss ich dann nur noch powern. Ja, und jetzt kann ich dann hier mal anfangen. So. Uno Geothermal Generatores. Der muss jetzt... Moment, wie muss der hin? Ich da das Glasfaserkabel haben will. Genau, hier muss der hin. Dann kommt hier so eine Reihe drumherum. So. Und das ziehe ich jetzt 10 nach hinten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eins höher hier noch. Und ich muss niesen. Oh, sorry. Boah, da hat es mich gerade zerrissen. Kommt rausgeschnitten wahrscheinlich. So. Alles klar. Das sind dann schon mal 40 Geos. Mit 40 Geos haben wir dann schon fast das von 2 HV Solar Arrays. So, jetzt muss ich da mal die Kabel reinklatschen, sonst kann ich das nachher nicht mehr machen. Na, so. So ist gut. Gut. Da oben noch einer hin, hier noch einer hin. Und jetzt noch eine Reihe. Zack, zack. Zack, zack. Und das da dran. Perfekt. So, dann haben wir jetzt schon die erste Reihe Geos. Und ihr werdet gleich sehen, wie ich das Ganze anordnen will, sodass das halt passt. Und zwar kommt jetzt hier die nächste Reihe daneben hin. Das mag jetzt als erstes als Glasfaserkabelverschwendung aussehen, aber ist es nicht. Also echt nicht. Weil die Fluidukte werden wir viel häufiger benutzen und die sind auch weniger wert, also ist es kein Problem, denke ich mal. So, und ich will die alle bitte in eine Richtung gucken haben. Wenn ich schon ordentlich mache, dann auch ganz ordentlich. So. Gut. Und da noch einen hin. So, und dann ist wieder Geos dran. Ja. Zwei noch, so. Perfekt. Hier dasselbe. Das Problem ist halt, dass ich immer sneaken muss, wenn ich die so aneinander setze. Deswegen dauert das ein bisschen länger, aber es sollte kein Problem sein. Vielleicht werde ich mit der Folge sogar noch fertig. Ich habe jetzt noch 2 Minuten, glaube ich. So, das war jetzt der erste Stack Geothermal-Generatoren. Dann kommt hier jetzt der zweite. So. Hier drüben dann dasselbe. Kann ich jetzt zuerst noch hier die Geos setzen, wo ich es gerade setzen kann. Dann geht es schneller, wenn ich es nicht sneaken muss. So, so, so.
Dann noch einen. Dann hier drüben. Mit der Energie von den Recycler muss ich mir halt was einfallen lassen, sodass das ordentlicher ist. Wird mir schon noch was einfallen, keine Sorge. Weil so powert das halt... Okay, das geht schon mal gar nicht so. Das muss ich alles wegmachen. Nehmen wir mal den ganzen Stoß hier einfach weg, glaube ich. Ja, alles raus hier. So, komm her. Ganze Zeug her damit. Dankeschön. Und da rein. Dann, das kommt alles mal eben mit. Die Itemdukte auch. Ja, da kann ich stehen, sehr gut. Dann hier wahrscheinlich auch. Oh, leck. Oh nein, die Pickaxe ist kaputt. Das ist jetzt gar nicht gut. Wird das die Folge doch noch nicht fertig, wie es aussieht. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber es fühlt sich jetzt sowieso wieder mit Cobblestone wegen dem. Ach, Blödsinn. So. Machen wir hier die Geos weiter. Dann hier wieder Glasfaserkabel.